Bitcoin-Kurs in Bewegung? Stehen der Mining-Industrie goldene Zeiten bevor? Diese Themen haben wir in dem heutigen Video für euch parat. Verkaufen die Bitcoin-Miner nach dem Halving immer noch ihre BTC? Wie stark zeigen sich aktuell die Aktien der Mining-Unternehmen? Welche Chartmarken sind jetzt bei Bitcoin relevant? Wie hoch sind derzeit die Transaktionsgebühren und wie viele Bitcoin-Investoren sind im Gewinn? Diese Fragen werden wir in diesem Video für euch analysieren und beantworten. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Bitcoin Report im Juli 2024. Mit diesem Format erhältst du exklusive Analysen der wichtigsten Charts, Daten, Fakten und On-Chain-Metriken rund um Bitcoin. Wir beleuchten, was Industrie und Szene bewegt und geben dir einen umfassenden Einblick in alle Entwicklungen. Verständlich aufbereitet, kompakt interpretiert und auf den Punkt. Den kompletten Report mit noch mehr Fakten erhältst du hier in Schriftform. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns jetzt einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bevor wir uns in die Charts und Grafiken stürzen, schalten wir noch einmal zu Dominik Döllel. Dominik zeichnet sich als überzeugter Bitcoiner und BTC-Echo-Redakteur hauptverantwortlich für diesen Report. Dominik, kannst du dir vorstellen, dass der offizielle X-Account des US-Präsidenten einmal Laser-Eyes bekommen wird? Ja, hallo Peter. So wie wir das aktuell in den USA sehen, ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das passiert. Okay, Spaß beiseite. Wir sprechen dich gleich wieder, wenn es um die Bedeutung der US-Politik für die Mining-Industrie geht. Und jetzt rein in die Charts. Gucken wir zuerst auf den Gesamtumsatz aller Miner. Und hier sehen wir natürlich einen relativ konstanten Verlauf. Im Dezember 2023 hier ein Anstieg. Das war der Hype rund um die Ordinals, die ja einerseits natürlich die Bitcoin-Blockchain auch ein bisschen verstopft haben. Die Miner hat es gefreut, die Einnahmen gingen hier deutlich nach oben. Dann kurz vor dem Halving explodierten noch einmal die Einnahmen der Bitcoin-Miner, denn viele Menschen wollten ihre Transaktion einfach nur aus spaßeshalber in dem 840.000. Block, dem Halving-Block, verewigt haben, haben dafür höhere Transaktionsgebühren in Kauf genommen. Das kam den Minern hier nochmal zugute. Und dann natürlich der drastische und deutliche Absturz beim Umsatz der Miner, der ja aus dem Block-Reward besteht. Dieser Block-Reward teilt sich in die Block-Subsidy und die Transaktionsgebühren. Die Block-Subsidy hat sich mit dem Halving halbiert, wie wir alle wissen. Und insofern macht es auch Sinn, dass wir hier ungefähr von dem Bereich 900 bis 1000 runter auf 400 bis 500 runtergefallen sind. Die Transaktionsgebühren sind natürlich auch noch in dieser Miner-Belohnung enthalten, in dem Block Reward, machen aber, wie man eindeutig hier auch an dieser Verteilung sieht, nur einen geringen Teil des Block Rewards aus. Ja, und seit dem Halving sehen wir, hat es sich eigentlich weitestgehend stabilisiert. Dann ist ja auch immer die Frage, verkaufen die Miner ihre Bitcoin-Bestände oder nicht? Denn wenn sie verkaufen, dann erzeugen sie natürlich einen Verkaufsdruck, der den Preis nach unten ziehen kann. Deshalb gucken wir einmal kurz in die Wallets der Miner. Und wir sehen hier eine sehr eindeutige Entwicklung. Wir starten hier im Februar 2023 bei 1.825.000 Bitcoin in den Miner-Wallets. Das ging dann hoch hier bis zum Oktober. Anfang November 2023, da waren es dann 1.833.000 Bitcoin in den Miner-Wallets. Und seitdem ist eigentlich ein ganz klarer Abwärtstrend erkennbar. Wir haben hier nochmal das Halving, das heißt schon vor dem Halving wurde abverkauft. Und es macht natürlich auch Sinn, die Preise sind gestiegen. Mit steigenden Preisen ist es für die Miner natürlich lukrativer, hier ungefähr das Allzeithoch. Und wir sehen, nach dem Allzeithoch hat es sich ja auch wieder stabilisiert. Das heißt, die steigenden Kurse waren für die Miner natürlich Anreiz, hier die gesamte Strecke, das gesamte 2023er, 24er Jahr über bis zum Allzeithoch zu verkaufen. Hier am Halving nochmal ein kleiner Peak. Ja, und seit dem Halving sehen wir ganz klar die Entwicklung. Die Miner müssen sich von ihren Bitcoin-Beständen trennen. Das ist aber auch eine ganz normale Entwicklung, da sie fortlaufende Kosten haben, die sie durch ihren Mining-Betrieb decken müssen. Und wir wollen diesen Verkaufsdruck der Miner einmal für euch einordnen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, alle Miner schmeißen jeden Tag
alle ihre geschürften Bitcoin auf den Markt. Das wären dann 450 Stück in ungefähr 24 Stunden. Das hat beim aktuellen Preis, sagen wir mal bei 66.000, 65.000 US-Dollar pro Bitcoin, hat das ein Gesamtvolumen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, die im Gegenwert von BTC täglich auf den Markt geworfen werden. Und gucken wir damit einmal zur Einordnung auf die Bitcoin-ETFs. Die haben alleine am 22. Juli hat der IBIT von BlackRock nicht 30 Millionen US-Dollar eingenommen, sondern 526. Es gab auch Abflüsse. Deshalb gucken wir mal auf das Total. Also was ist unterm Strich bei allen ETFs bei rumgekommen? Und das war an diesem Tag waren es 485 Millionen. Also mehr als das 10-, 15-fache dessen, was alle Miner an einem Tag auf den Markt werfen konnten. Hier ist auch mal ein negativer Tag dabei. Aber das, wie gesagt, 30 Millionen ist der Referenzwert im Moment beim aktuellen Bitcoin-Preis. Das wird zigfach kompensiert, Tag für Tag alleine durch die ETFs. Ja, und sollte diese Nachfrage weiter anhalten, dann ist das überhaupt gar kein Problem, selbst wenn alle Miner alles auf den Markt werfen. Aber nicht nur die Bitcoin-Miner, sondern generell mit Bitcoin, ich sag mal, verbundene Unternehmen, die profitieren von der Bitcoin-Performance der letzten anderthalb Jahre. Ein sehr prominentes Beispiel davon ist natürlich MicroStrategy mit dem Aktientickerkürzel MSTR. Und was dieses MSTR im Vergleich zu Bitcoin an Performance geliefert hat seit August 2023, das gucken wir uns einmal hier an. Lange Zeit ging es parallel, Bitcoin in Blau, MicroStrategy, der Kurs in Türkis, und rund um das Allzeithoch hat sich MicroStrategy dann nochmal deutlich von Bitcoin abgehoben, ist hier viel stärker gewachsen, und wenn man die Performance August bis Juli jetzt betrachtet, kommt Bitcoin auf 125%, MicroStrategy auf stolze 307. Man kann also sagen, dass eine derartige in Anführungsstrichen Bitcoin-Aktie sich nochmal sehr gut als Hebel auf Bitcoin selbst eignet. Jetzt aber der Blick wirklich auf die tatsächlichen Mining-Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Und da sehen wir Mara, kurz für Marathon Digital. Die haben hier auf Einjahressicht 45% in etwa an Gewinn eingefahren. NB2.dex enttäuscht etwas, aber hat Mining mit sogar 311% im Plus auf Jahressicht. Dann gucken wir nochmal bei TradingView auf den Chart von Bitfarms Limited und gucken einmal, welche Performance hier eingefahren werden konnte. Wir nehmen einmal hier den Januar 2023, um den ganzen Bullmarkt mitzunehmen, und sehen, hier sind 509% Gewinn eingefahren worden. Das ist deutlich mehr, als Bitcoin in dieser Preisspanne gemacht hat. Ja, es geht aber nicht allen Mining-Unternehmen so gut. Riot Platforms zum Beispiel hat auf Jahressicht 38% abgegeben. Und um jetzt nicht ständig auf Einzelwerte zu gucken, gucken wir mal auf einen Bitcoin-Mining-Index. Darin enthalten sind die 25 größten Mining-Aktien. Und wir sehen, die haben hier ihren Boden im November 2023 ausgebildet, sind dann überproportional im Vergleich zu Bitcoin stark angestiegen und sind dann von ungefähr 2550, 2600 Punkten auf über 5000 Punkte im Juli 2024 angestiegen. Was also die reine Kursperformance der Mining-Unternehmen-Aktien angeht, sieht das alles sehr, sehr bullisch aus, aber das ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Wir gucken deshalb einmal auf das KGV dieser Aktien, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das ist so definiert, dass ein niedriges, aber positives KGV für ein Unternehmen steht, das im Vergleich zu seiner Aktienbewertung hohe Gewinne erwirtschaftet und möglicherweise unterbewertet ist. Auf der anderen Seite ein negatives KGV steht dafür, dass ein Unternehmen im Vergleich zu seiner Aktienbewertung Verluste erwirtschaftet, und je höher dieses negative KGV ins Minus rutscht, desto schlechter sieht es eigentlich aus. Und da gucken wir einmal auf die gerade genannten Teilnehmer. Wir sehen, Riot Blockchain beispielsweise kommt auf ein KGV von -7,26, hat, steht sogar bei -40, Bitfarms, wo wir uns den Chart angezeigt haben, bei -5. Und ja, selbst Marathon hat ein negatives KGV von -6,19. Wir sehen also, die Unternehmen haben zwar eine starke Aktienkursperformance, stehen aber ganz offensichtlich vor einer Reihe von Herausforderungen.
Und jetzt gute Nachrichten für alle die, die auf der Bitcoin-Mainchain BTC versenden möchten, und schlechte Nachrichten für die Miner. Die Transaktionsgebühren sind nämlich derzeit historisch niedrig. Gucken wir uns das einmal im Detail an. Dann sehen wir den Verlauf hier von Juli 2023, also die letzten 12 Monate. Wir sehen hier, wie wir es gerade schon hatten, im Dezember 2023, das Hoch hier wegen den Ordinals. Dann ist hier nochmal, wie wir gerade auch schon gesehen haben, der starke Anstieg wegen dem Halving, wo die Leute in den 840.000. Block wollten. Und seitdem geht es hier nochmal mit einer kleinen Spitze kontinuierlich abwärts. Und im Moment stehen wir bei durchschnittlichen Transaktionsgebühren von 1,18 Dollar. Das ist im Vergleich zu fast 40 Dollar historisch niedrig. Ja, und das ist wie gesagt gut für alle die, die Bitcoin-Transaktionen auf der Mainchain vornehmen wollen. Und das Schöne an der Bitcoin-Blockchain ist ja seine Transparenz. Dadurch kann man sehen, wie viel Prozent der Bitcoin gerade im Gewinn sind, seitdem sie das letzte Mal bewegt wurden. Beziehungsweise bewegt ist ja nicht korrekt, es werden ja keine Bitcoin auf der Mainchain bewegt, sondern es werden lediglich die Rechte an ihn übertragen. Aber seitdem das letzte Mal passiert ist, können wir ganz klar ablesen, ob dann diese Bitcoin im Gewinn oder im Verlust sind. Und da haben wir diese Grafik hier, die anzeigt, dass über 90% der BTC-Anleger derzeit im Plus sind. Das sind hier ja sogar 92 am 22. Juli 2024. Und wir können uns, wir gucken hier bis zum Juni 2023 zurück, also auch hier wieder ungefähr die letzten 12, 13 Monate. Wir sehen natürlich hier den starken Anstieg. Hier war das Allzeithoch im März. Ja, da sind hier am 4. März 1, der Wert 1 heißt, dass 100% aller BTC-Anleger im Gewinn waren. Das hält natürlich nicht lange an, so ein Zustand. Wir sehen hier die deutliche Korrektur jetzt am Anfang Juli. Da ging der Wert runter auf 0,74. Ja, seitdem hat sich der Kurs erholt und damit auch wieder diese Grafik. Wir gucken hier aber einmal auf das etwas größere Bild bei Glassnode. Da sehen wir, wir haben uns gerade ungefähr diesen Ausschnitt hier angeguckt, ab hier. Und wenn wir mal bis zum Jahr 2011 zurückgehen, dann sehen wir natürlich immer mit den Allzeithochs oder je näher wir dem Allzeithoch kommen, desto mehr Prozent der Anleger sind im Gewinn. Nach dem Allzeithoch hingegen reißt es abrupt ab und ja, geht dann halt runter bis zu Extremwerten, die dann so unter 40% liegen. Und als Top-Indikator, wie man sieht, eignet sich das nicht wirklich, denn wir haben hier den roten Bereich von ja, über 95%. Den erreichen wir ja hier schon, als Bitcoin noch bei 700 US-Dollar stand. Und wir wissen alle, er ist bis auf 20.000 hochgegangen. Was ich ganz schön finde, man kann möglicherweise einen Boden, also keine Anlageberatung, keine Kauf- und Verkaufempfehlung hier, aber ich finde, die Böden werden besser angezeigt als die Tops. Wollen wir es mal so formulieren. Hier sehen wir den Boden nach dem FTX-Crash, als es hier in den Bereich unter 50% reingerannt ist. Und wenn man wissen möchte, wie man im aktuellen Zyklus so dasteht, dann bietet sich dieses Gesamtbild hier, wie ich finde, sehr gut an. Und bevor wir gleich zur Bitcoin-Chart-Analyse kommen, schalten wir jetzt noch einmal zu Dominik, um von ihm zu erfahren, wie Trump und der US-Wahlkampf und die US-Politik generell Bitcoin beeinflussen könnten. Dominik, Trump ist ja als Mann der großen Töne und eigentlich permanenten Superlative bekannt. Und so macht er auch in Bezug auf die USA und die Bitcoin-Mining-Industrie eine äußerst starke Ansage. Jetzt die Frage an dich, wie ist es aktuell um die Mining-Industrie in den USA bestellt und welche Äußerungen hat Trump da jüngst von sich gegeben? Ja, es ist ja so, dass ein Großteil der Hashrate aus China kommt, die jetzt in den USA ist. Da gab es ja damals 2021 das Bitcoin-Mining-Verbot. Jetzt ist ein Großteil der Mining-Aktivität, 35% circa, in den USA, also die Rechenleistung. Und ja, 2023 wollte Biden die Mining-Aktivitäten in den USA restriktieren. Das heißt, eine Steuer auf die Stromkosten erheben, wodurch das Mining dann quasi nicht mehr so attraktiv gewesen wäre. Und wir haben jetzt eine ganz andere Situation mit Trump im US-Wahlkampf. Er war früher ja nicht so ein Fan von Bitcoin. Er meinte, Geld, das ist kein richtiges Geld, er ist hochvolatil
Und er hat sich scheinbar jetzt besser angeschaut, hat sich auch mit Minern getroffen, unter anderem Riot und CleanSpark, zwei große Miner in den USA. Und meinte dann auch, ja, er will sämtliche verbleibenden Bitcoin in den USA minen. Wie viele Bitcoin verbleiben noch? Ja, circa 1,3 Millionen müssen in Zukunft noch gefunden werden. Okay, das heißt, er möchte sämtliche verbleibende Bitcoin in den USA minen lassen. Für wie realistisch hältst du das? Ja, auf der einen Seite ein großes Versprechen, auf der anderen Seite wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich, weil Bitcoin-Mining dezentral ist, auf der Welt verteilt. Es wird in Äthiopien betrieben, in Dubai wird nach Bitcoin gesucht, aber auch in Südamerika und eben auch in den USA. Und da ist die Industrie sehr happy darüber, dass jetzt endlich mal jemand Politisches das Mining unterstützen möchte. Und das haben wir auch im Gespräch mit einem deutschen Miner mitbekommen. Der ist auch sehr positiv gestimmt, meinte, Trump ist sehr gut für die Kryptoszene, weil das die USA sehr groß machen wird, wenn er die Versprechen hält, wenn Trump die Versprechen hält, die er gerade gibt. Ja, gut, wenn jetzt alle verbleibenden Bitcoin in den USA geschürft werden sollen, dann müsste ja auch 100% der Hashrate aus den USA kommen. Das würde ja so ein bisschen, oder das würde sehr stark gegen die Philosophie, gegen das Dezentrale bei Bitcoin sprechen, oder? Genau, ja, also definitiv. Bitcoin ist dezentral und wenn 100% der Hashrate nur aus den USA kommt, wäre das natürlich nicht so gut, weil das genau gegen den Sinn von Bitcoin geht. Ist aber technisch ja auch gar nicht umzusetzen. Er kann dem Rest der Welt ja nicht verbieten, Bitcoin zu meinen. Genau, ja. Ja, ja, okay, danke dir, Dominik, für deine Einschätzung. Wir machen weiter mit der Bitcoin-Kursanalyse. Ja, und jetzt natürlich die spannende Frage, wie ist es um den Bitcoin-Chart bestellt? Welche Marken müssen auf der Oberseite rausgenommen werden, um weiter wachsen zu können? Und wo ist auf der Unterseite eine Unterstützung gegeben, die unbedingt gehalten werden muss? Wir gucken deshalb jetzt mal in die Chart-Analyse unseres BTC Echo Marktexperten Stefan Lübeck. Wir haben dafür für euch den interaktiven Live-Chart. Und der ist hier auf Wochenbasis zu sehen. Das heißt, hier oben steht 1W. Das heißt, jede Kerze ist eine Wochenkerze. Wir haben hier im März das Allzeithoch, dann seitdem die Seitwärtsphase und auch jetzt hier die Korrektur, Anfang Juli der starke Dip. Wir sehen, hier ist genau die Unterstützungszone im Bereich 53.000 angelaufen worden. Und Stefan und ich, wir haben am 15. Juli den Podcast BTC Echo Invest besprochen, veröffentlicht und haben in diesem Podcast darüber gesprochen, ob Bitcoin hier seinen Boden erreicht hat. Hört gerne mal rein. Wir verlinken euch hier oben die Podcast-Folge, was damals unserer Meinung nach dafür gesprochen hat, dass hier der Boden drin sein könnte und auch was dagegen gesprochen hat. Das Ganze hier kann man als ein Wyckoff-Reakkumulations-Pattern interpretieren, um welches der verschiedenen Wyckoff-Reakkumulations-Patterns es sich handelt. Auch das haben wir in diesem Podcast besprochen und demnach, wenn es sich darum handeln sollte, nochmal keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufempfehlung, wenn es sich um dieses Wyckoff-Reakkumulations-Pattern tatsächlich handeln sollte, dann wäre das hier wirklich der Boden. Das nennt sich dann Spring, also Frühling in diesem Muster. Und seitdem ging es ja auch schon sehr stark nach oben. Bitcoin hat hier den Widerstand durchbrochen, der jetzt Support ist und ist jetzt hier gerade in diesem Bereich verhaftet, der zwischen 67.200 und 66.300 liegt. Aktuell sieht es aus, als ob Bitcoin das als Unterstützung nutzen kann, um dann, hoffen wir es für die Bullen, diesen Bereich hier, der bisher noch als Widerstand hier fungiert hat. Hier ist Bitcoin abgeprallt an den 68.482. Dieser Bereich muss jetzt rausgenommen werden auf der Oberseite. Er geht bis 69.674. Hier muss Bitcoin sich deutlich drüber etablieren, um dann ja das Allzeithoch bei, ich sag mal, Pi mal Daumen 73.000 angreifen zu können. Sollte Bitcoin auch hier die 73.600, 700 überwinden, dann ist der Weg frei. Hier ist noch ein Zwischenstopp bei 80.026 und dann stehen hier auf der Oberseite die 83.000 zu Buche. Auf der Unterseite muss natürlich hier der Bereich 64.000 halten. Der aktuelle Bereich um die 66.000 sollte auch nicht unbedingt allzu lange und deutlich verlassen werden. Und dann gucken wir einmal, wie Bitcoin sich diesen Sommer über schlagen wird.
Kommen wir damit zu einem Fazit. Sollte der Bitcoin-Kurs weiter steigen und sein Allzeithoch bei 73.000 angreifen und möglicherweise auch sogar darüber hinausklettern, dann ist das natürlich positiv für die Bitcoin-Miner, die damit viel leichter ihre laufenden Kosten decken können. Mehr noch, wenn Präsident Trump wirklich gewählt werden sollte und sein Bitcoin-Versprechen wahrmachen sollte, dann stehen der Bitcoin-Industrie wirklich sehr günstige Konditionen bevor. Und wir gucken natürlich alle sehr gespannt auf den kommenden Samstag nach Wisconsin, auf die dortige Bitcoin-Konferenz. Was wird Trump dort wirklich sagen? Der ganze Crypto-Space fiebert diesem Event entgegen. Und jetzt hat sich sogar seine neue Konkurrentin im Präsidentschaftsrennen, Kamala Harris, hat sich sogar auch noch für diese Konferenz angekündigt. Auch das ist ein positives Zeichen, denn immerhin war über Kamala Harris und ihre Position zu Bitcoin und Krypto bisher gar nichts bekannt. Jetzt zeigt sie doch zumindest durch ihr Auftreten auf dieser Konferenz ein Zeichen der Annäherung. Ja, und nochmal zurück zu Trump allerdings, der natürlich im Moment in den Wahlprognosen noch deutlich vor Harris liegt. Wenn er dann am Ende seine Versprechen, die er bisher macht, nach der Wahl auch umsetzen sollte, dann sorgt das nicht nur für günstige Konditionen der Bitcoin-Miner in den USA, sondern es sendet vor allem auch ein Zeichen an alle anderen Länder dieser Welt, allen voran China. Und ja, dann geht es eigentlich nicht mehr nur um günstige Konditionen in den USA, sondern dann könnten der Bitcoin-Mining-Industrie wirklich goldene Zeiten bevorstehen.